Mehr so im Durst ist doof. Sprinten hilft da auch nicht wirklich, ne? Ja. Also wir haben das Wasser aus dem Kochtopf, aber das... Das ist halt spicy, ne? Da müssen wir vorsichtig sein. Was ist hier? Gefährliche Waldwege. Die wollten wir eigentlich meiden, ne? Oh, hier ist ein ganzes Netz von denen. Ich nehme mal ein paar Steine mit und guck mal, ob wir da irgendwas draus zwirbeln können. Wobei wir eigentlich nichts brauchen, wir haben Waffen, ne? Ja, komm. Machen wir weiter. Komische Waldwege ignorieren. Ja, du hast... War es gerade ein Magenknurren? Zombie war es nicht. Hm. Zu unserer Rechten ist noch eine Straße. Ist es die Straße? Nein. Das ist eine andere Straße. Aber wir nähern uns jetzt schon den Häusern so halbwegs. Und wir merken uns, um die Häuser rum ist viel, viel los. Wir sollten nicht einfach so reingehen, sondern erst ein paar Mal rumgehen, versuchen Sachen rauszulocken, wie auch immer. Dich ruhig. Du bist überladen? Warte. Das Stormpack-Ding war leer. Drop. Drei Steine. Drop. Dirty Rags. Drop. Okay. Wir sind gleich da. Sehr weird. Irgendwelche random Waldwege oben, vollgestopft mit Zombies. Jetzt nähern wir uns so einem vollgekritzelten Bereich hier. Nix. Oh, ich hab was. Ich wollte gerade planen, von welcher Seite wir am besten herangehen. Aber ich habe den Verdacht, in den Häusern drin sammeln die sich irgendwie. Oh mein, es sind einfach überall jetzt welche. Gut. Jetzt ist das erledigt. Erstmal alle davon töten. Durstig, du bist hungrig. Ja. Ja, zwischendurch ein bisschen checken wegen Essen oder Trinken dabei. Selten, aber kann passieren. Hey, du da. Können uns ja auch bei uns treffen, ne? Hoffentlich. Hoffentlich tun wir das. Wäre doof, wenn sie weggelaufen wäre. Wie heißt sich dort nochmal? Louisville? Ja. Wenn sie dahin gewandert wäre, wäre es nicht so schön. Einfach irgendeine random Horde angeschlossen. Brains, Brains. Oh, da sind mehr Zombies hinterherlaufen. Brains, Brains. So funktioniert das doch, oder? Ja. Ecken sind gefährlich, Bäume sind gefährlich, Fenster sind gefährlich, Türen sind mega gefährlich. Raschelt aber nix. Sie schon mega runtergekommen.
hört sich gerade nach einem Screamer an. Ah, ja. Hast du aus dem Bein stecken? Und drin quietscht ein Zombie. Ich glaube, den können wir da lassen. Die da eher nicht. Obwohl, sie laufen in die falsche Richtung. Ich sollte nichts lassen, ne? Ja, nee. Auch wenn es einen Ticken länger dauert. Ihr müsst alle weg. Was ist das für ein Bart, Junge? Okay. Also der Trupp ist, glaube ich, immer noch weg, dieser 3 oder 4er, das ist okay. Die wir uns gesehen haben, sind tot. Wir nähern uns jetzt von hinten dem Haus. Da ist was. Da ist noch mehr. Okay, zurück in Gebiete, wo wir wissen, dass es halbwegs sicher ist. Und da ist noch mehr. Du wirst müde. Jetzt. Jetzt müde werde ist nicht gut. Auch ein Mittagsschläfchen. Nee. Okay, wir sind fast außer Atem, aber noch nicht ganz, das ist okay. Müdigkeit ist ein Problem. Hey, Longbland, sehr schön. Hier schlafen? Also nur so ganz kurz Mittagsschläßmäßchen? Es gibt keine Tür mehr, das ist problematisch. Das ist eine Treppe. Das sieht gut aus. Also nicht bequem in so einem kleinen Bett wahrscheinlich, aber wir sollten hören, wenn jemand reinkommt. Je früher sie aufsteht, desto besser. Je früher sie aufsteht, desto besser. Je früher sie aufsteht, desto besser. Ah. Müssen wir nachts das Ganze machen? Oh, fuck. Wo sind meine Katzenaugen? Mega träge. So, rein, Tür zu. Weh, das ist ein Biss. Scratch, okay. Bandagieren. Ich denke, wir können uns nicht einfach wieder hinlegen. Wir entspannen jetzt auf hohe Geschwindigkeit. Und hoffen, dass wir gleich noch ein Nickerchen machen können. Bandage müsste, genau, die Bandage sapscht eh wieder durch. Dann haben wir da ein bisschen Beschäftigungstherapie. Dich bandagieren. So. Essen ist problematisch. 2 Uhr. Können wir noch nicht schlafen.
Oh. Woher weißt du, dass ich hier bin? Ein Jojo. Und ja. Fast nix. Wo ist die Küche? Da kommt was rein. Ah, wir sind schon in der Küche. Ja, da unten. Hier haben wir schon vor Ewigkeiten alles ausgeplündert, ne? Ja. Da ist nichts mehr. Dich removen. Panarieren. Also die Sonne geht in ein paar Stunden auf. Problem ist nur, dann haben wir wieder das Problem, dass wir in der Zeit wach sind, wo wir eigentlich nicht wach sein sollten. So sterben wir. Ich gehe wieder nach oben. Küche, Badezimmer. Brauchen wir noch einen Kamm. Wir gehen nach oben, warten einfach, versuchen dann zu schlafen, sobald wir schlafen können, denn es ist hell und dann machen wir das Ganze ordentlich weiter. Tür zu. Rest. Vier Uhr geht nicht weiter. Ab 5 Uhr werden wir müde. Jetzt geht die Sonne auf. Und wir sind richtig durstig. Not tired enough. Na gut, es wird hell. Wir können halbwegs kämpfen. Wir brauchen das alte Zeug wieder. Und dann haben wir auch Wasser und Essen und so. Zumindest haben wir da ein Lagerfeuer vor dem Haus. Wir bräuchten nur irgendwas zum Anzünden. Also Streichhölzer oder was auch immer. Das hat ja die Leiche dabei. Irgendwo. Alle drin, oder? Hallo? Das Buch ist weg. Was passiert hier? Zu Hause. Da ist eine kaputte Crowbar auf dem Boden, das war's. Super Soka. Electricity Volume 1 haben wir hier liegen lassen. Nicht ernsthaft. Wussten damals nicht, wie gut wir es hatten. Na gut, wir sollten die Leiche finden.
die mal kurz mit. Dass wir wenigstens schon mal Trinkwasser haben. Wenn das dann alles so klappt. Add Fuel Lock. Ah, wir können es nicht anzünden, richtig? Richtig. Ja. Wir können aus irgendwas zusammen den Zunder machen. Brauchen wir dafür nicht eigentlich eine Säge oder so? Wooden Meat Tenderizer, das bringt uns nichts. Drill Plank? Ich glaube, das ist das Ding, ne? Das mit dem Loch, wo man den Stock so hin und her wuselt. Notched Wood Plank. Ich glaube, das ist das. Ja. Dauert eine Ewigkeit, aber es funktioniert. Nice. Ich habe Feuer gemacht. Und wir hätten die Milch die ganze Zeit trinken können. Seht ihr, dass es so einfach ist? Hunger und Durst weg. Willst du mich veräppeln? Drink all. Schön, dass wir das Feuer gemacht haben. Wir können die Bandagen sterilisieren. Gucken, wie viel es wegmacht. Nicht so viel. Ist okay. Du clean rag all. Infected, super. So, das bitte mitnehmen. Können wir in den Lemon Mix da reinschmeißen? Nein. Wir können den essen. Nee, lass mal. Dich behalten. Ich will nicht Feuer fangen. Ich sehe mich da irgendwie schon brennen. Haben wir hier... So viel Ramsch, der noch rumliegt. Da ist kein Wasser mehr drin, das hatten wir schon rausgenommen. Wir gucken jetzt nach oben und hoffen, dass wir da sind. Und sonst gucken wir unsere Nachbarschaft um, dass sie da vielleicht irgendwo hingetingelt. Zu. Nope. Ja, dann random töten, ne? Und hoffen, dass sie noch irgendwo hier ist. Sagen. Ah, alles wegmachen. Auch wenn das hier schon gefühlt zu weit weg ist. Lass mal einen Bogen machen und dann, genau, hier ist das Auto. Das noch läuft. Sehr schön. Snack im Auto. Aus. Nix im Auto. Okay, digital oder? Oh, 17 Grad noch. Das ist schön. Zeit für richtige Rüstung. Hier hinten war jetzt nichts drin, ne? Ne.
Map of Rosewood. Read. Okay. Wir gehen einmal. Ich nenne nicht weiter, vielleicht zurück zu den Häusern. Und mich um die Wunde kümmern. Was? Seid ihr der Trupp, der uns gekillt hat? Da unten ist noch mindestens einer. Ich glaube, eher zwei. Hier geht's los. Hier geht's echt los. Panik. Dabei einen Rucksack trinken, alles, ne? Das ist ärgerlich. Das war ein guter Batzen. Außer Atem, ja. Die hier noch. Und dann erstmal weg. Sit. Und ich gehe mal weiter zu anderen Häusern. Drei Hunger, weniger Stärke ist nicht gut. Da, da ist sie, glaube ich. Aber nicht unbedingt werden, ne? Erstmal schön hier die Entourage killen. Nicht irgendwie von hinten überrascht werden, ich glaube, da kommt nämlich auch noch was. Kommt doch nichts. Put, 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 put. Zwei Schreier. Müssen jetzt aber langsam alle gewesen sein, die da mit rumgestanden. Naja, zwei noch. Noch irgendwas links geschrien.
Das ist aber was anderes. Es tut mir leid, es tut mir leid. Gott. So, Wasserflasche. Gib mir, warte. Wir brauchen die Walking Cane nicht mehr. Boden. So, Walking Cane brauchen wir nicht mehr. Dirty Rex brauchen wir nicht mehr. Tree Branch brauchen wir nicht mehr. Sneaker brauchen wir nicht mehr. Alles an Klamotten brauchen wir sehr wahrscheinlich nicht mehr. Drop. Empty Beer Can, Empty Tin Can, Pencil, komische Planken. So. Dann Rucksack, wichtig. Fanny Pack, ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt noch nutzen sollen. Ah ja, gut. Vorne, hinten, Handschuhe, Weste, haben wir gerade eine neue. Keyring Nummer 3 oder 4. Da ist das Journal, das heilige Journal. Wo jetzt ihre Sachen leider nicht drin sind, das ist echt schade, aber na gut. Shorts, okay. Pauldron, Shingard. Boots, Shotgun. Wundmaterial. Wo ist die zweite Dingsens hin? Zweite Fanny Pack. Mehr Schlüssel. Toilettpapier. Wilder Mask wird getragen. Ich glaube, das war's. Da ist der Fanny Pack. Okay. Where back. Das heißt, wir sind jetzt soweit okay-ish. Yeah. Lass dich mal liegen. Was ist mit deinem... Die Wood Axe benutzt, ne? Guck mal, wir sind definitiv überladen, aber dafür haben wir den Wagen, das ist okay. Hast du irgendwas zu knabbern dabei? Nein, aber du hast wenigstens Wasser. Können wir noch mehr Zeug da reinstopfen? Die Sachen brauchen wir alle nicht mehr. Wassertopf. Brand new parts. Schon soll ich mir überladen, perfekt. Auf zum Auto. Und im Auto setzen wir uns dann hin und lesen das ganze Journal. Haben wir überhaupt hier geparkt? Ja. Erst töten. Der Abstand hier so, wenn sie loungen. Nur bei mir gewesen. Oh, du bist schon wieder müde, weil wir morgens angefangen haben. Ja, da werden wir uns erst dran gewöhnen müssen. Sprit. Haben
das Journal. Wir wollen jetzt die Straße runter und hier über die Waldwege dann dahin und dann irgendwo ganz nach oben. Wollen wir das Journal jetzt schon lesen? Es hilft uns auf dem Weg, glaube ich, nicht. Wirklich, ich finde, es dauert echt lange, das zu lesen. Wir sollten eigentlich auch irgendwo schlafen. Warum nicht hier? Ich meine, wir haben es gerade einigermaßen gesichert. Wird ein bisschen so, dass sie nicht an die Tür reinkommen. So leicht. Können wir so überhaupt schlafen? Ja. Not safe to sleep here. Oh, hallo. Ja. Okay, das sehe ich gerne ein. Ich dachte, es wäre sicher hier. Die Zombies wären noch locker noch rangekommen. Sehr schön. Wie komme ich da noch näher ran? Sleep? Yes? Wir hätten die Uhr stellen können. Das ist okay. Das heißt, wir werden jetzt die Nacht durchfahren. Wir haben ja Scheinwerfer sonst. Und wir kommen dann morgens um 5 oder was an. Dann schlafen wir bis um 10. Das ist unsere neue Aufstehzeit. Und dann haben wir einen ganz normalen, ordentlichen Tag vor uns. Das heißt, du set Alarm 10. Ist unser neuer Aufstehalarm. So. Und jetzt haben wir erstmal die Rückfahrt vor uns.